Und jetzt, wo wir straffen, ist es so, als ob ein Süchtiger mit den Drogen aufhört. Er wird nervös und empfindlich. Und genau das passiert uns seit Jahresanfang. Also Papa, im Jahr 2016 haben wir bereits einige interessante Ereignisse erlebt. Mit welchen Herausforderungen waren die Anleger in diesem Jahr konfrontiert? Dies ist ein sehr schwieriges Jahr. Das Jahr begann mit China, dann fing der Ölpreisverfall an. Im letzten Jahr und in vorherigen Jahren waren die Finanzmärkte eposüchtig, denn jede Menge Liquidität wurde eingespritzt. Und jetzt, wo wir straffen, ist es so, als ob ein Süchtiger mit den Drogen aufhört. Er wird nervös und empfindlich und genau das passiert uns seit Jahresanfang. Im letzten Jahr fragten wir in unserer weltweiten Umfrage mehr als 600 institutionelle Anleger aus 29 Ländern, wie sie denken, welche Ideen sie haben und wie ihre Kapitalzuweisung ist. Und schon dann bekundeten sie ihre große Besorgnis um das Jahr 2016. 64% weltweit behaupteten, dass es im Jahr 2016 schwieriger sein wird, ein Alpha zu erwirtschaften. Das sind aber massive Statistiken mit den Herausforderungen. Wo liegen denn heutzutage die Möglichkeiten in den Märkten? Wenn wir einerseits Risiken haben, haben wir gleichzeitig auch Möglichkeiten. Wenn wir bei Natixis Global Asset Management die Philosophie einer belastbaren Portfoliostruktur zu entwickeln begannen, legten wir den Schwerpunkt darauf, dem Risiko den Vorrang zu geben. Auf diese Weise können wir eine belastbare Portfoliostruktur erarbeiten und etwas Kräftiges und Robustes in diesen Märkten entwickeln. Wir erkannten, dass institutionelle Investoren weltweit inklusive der Schweiz andere Wege entdecken, diese Möglichkeiten zu berücksichtigen. Zu diesen Wegen gehören alternative Anlagen, Hard Investment, Immobilieninvestitionen und deren Anteil kann in Anlageportfolios ab 2016 nur zunehmen. Okay, bei festverzinslichen Papieren müssen sich nun die Anleger mit niedrigen Langfristrenditen abfinden. Sollten sich die Anleger dran gewöhnen? Ja, bekanntlich ist der 10-jährige Zins in der Schweiz negativ. Wir liegen niedriger als bei minus 20 Basispunkten. Andererseits müssen institutionelle Investoren einen Mindestzins von ca. 1,75% per annum erwirtschaften. Das bedeutet, dass sie keine risikoarme Rendite mehr bekommen können. Sie müssen sich für risikoreichere Anlageformen entscheiden. Deshalb rücken Hard Investments, Immobilieninvestitionen in den Mittelpunkt ihres Interesses. Aber wenn man sich für riskante Anlagen entscheidet, will man sich vor Verlustrisiken schützen. Wenn auch institutionelle Investoren einen langfristigen Anlagehorizont haben, müssen sie die rückläufigen Gewinne vor dem Aufsichtsausschuss rechtfertigen können. Deshalb wird unser Risk-First-Grundsatz ins Risikogerüst eingebaut. Manchmal hilft das den Asset-Managern, ein belastbareres Portfolio zu bilden. Sicher, wir haben Herausforderungen, Möglichkeiten und niedrige Langfristzinsen besprochen. Wie passen die Anleger ihre Positionen an die neuen Herausforderungen und Möglichkeiten an? Aus unserer Erfahrung kann ich sagen, als wir Ende letzten Jahres institutionelle Investoren fragten, was sie für das Jahr 2016 vorhaben, lautete die Antwort, dass das Festzinsportfolio ihre größte Sorge ist. Weltweit repräsentiert die Allokation ins Festzinsportfolio 28% von strategischen Anlagen institutioneller Investoren. Also fragen wir, was sie damit tun wollen und wie diesem Schaubild zu entnehmen ist. Antworteten 42%, dass sie den Anteil von festverzinslichen Anlagen reduzieren werden. Aber
Investieren ist wie Autofahren. Wenn ein Reifen platt geht, können Sie nicht einfach die anderen Reifen anpassen. Sie müssen alle Reifen wechseln. Deshalb sind institutionelle Investoren besorgt. Sie müssen eine neue Strategie entwickeln, die diese Festzinsallokation ändern kann. Weil dieses Schmuckstück zu den Vermögensklassen unbedingt gehört, deshalb stehen alternative Anlagen in diesem Jahr im Mittelpunkt. Die weltweite Umfrage hat aufgezeigt, dass 41% die Zuweisung in alternative Anlagen erhöhen wollen. Noch wichtiger ist das in der Schweiz, wo 51% ihre Zuweisungen in Hedgefonds erhöhen. So stellen sie eine Balance her und erzielen langfristige Ergebnisse einerseits und diversifizieren ihr Portfolio andererseits. Fantastisch, aber vielen Dank für Ihren Besuch und Erkenntnisaustausch. Vielen Dank, Jessica. Es war mir ein Vergnügen. Das war's von mir, aber klicken Sie weiter für aktuellste Nachrichten und Interviews bei Dokaskope TV. Auf Wiedersehen.